Hier auf Inferno SE übrigens. Heute zum Glück noch nicht gesehen. Und das freut mich doch als Abwechslungsliebling. So, also sichert sich hier die Knife und starten als CT. Soweit ich es mitbekommen habe, ist ESC im Bootcamp in Nähe Frankfurt wahrscheinlich. Boah, geile Pings. Also die Pings beweisen es auch nochmal. Ich habe gerade den Ort vergessen, wo das neue ESC-LAN-Haus ist. Aber egal. Die Polen sollten. LOL? Das Spiel auf jeden Fall machen. Aber irgendwie fallen gerade alle Polen. Also alle ESC-Jungs. Und Pascha und Lord haben noch richtig wenig AP. MMM übrigens Lord und Solovi Dense ist Kuben. Und da geben sie ratzifatzi die Pistole ab hier. Keinen einzigen Frag gesetzt. Pascha sogar mit einem Team-Frag. Tja, EC zu 0. Not. Und fixer Retry, damit diese hässliche Match-Restarting weg ist. So, wir haben nichts verpasst. Neo wieder vorgeschickt. Den Rest noch in der T-Rampe, also sie wollen wohl B gehen. Was in Warschau? Kann ich irgendwie nicht glauben. Ah, wobei. Ja, wahrscheinlich ist das, stimmt das. Würde ja auch keinen Sinn machen. Also sie hätten ja sicherlich keinen 5er Ping, wenn sie hier in Deutschland wären. Somit nehme ich alles zurück. Und es ist natürlich bestimmt auch angenehmer für die Spieler, da ein bisschen in Heimatnähe zu sein. So, 2 zu 0. Die Bombe haben sie, glaube ich, nicht legen können jetzt eben. Ne. Übrigens, oben fehlen die Punkte im Radar. Stört mich schon ein bisschen, muss ich gerade sagen. Und mich würde interessieren, ob das an mir liegt oder am GoTV. Diesmal geht es auf jeden Fall Richtung A. Nein, ist schon weit Action durch. Guck ich mal, wie weit. Oh Mann, oh Mann. Nein! Boah, sauber, wie er da durchgeschlichen ist. So geil. So ein Pascha geht nach B auf Frag. Boah, nein. Boah, und wird gehört. Nein, die Runde hätten sie doch gewinnen müssen. Schade, Mann. Aber richtig geiler Move. Auch richtig geil abgesprochen dann mit Neo. Schade, hätten sie auf jeden Fall verdient, die Runde. Und nach der connecte ich, glaube ich, nochmal auf den anderen Held vor. Ich weiß nicht, ob es hier zwei gibt. Standardaufbau bei dem Polen, Pascha Mitte. Erste oder falsche. Swing hast schon gut Damage gefangen. TS finde ich ihn auch.
im Zusammenspiel mit Kuchen. So ein doppelter Frag. Schönes Teamplay. Boah, Doppel macht aber den Frag. Schade, zweiten nimmt er nicht mehr mit. Was sind seine Mates? Stand da komplett defensiv, er war da allein offensiv. Der ist auch nicht so gut. B wäre gerade komplett offen. So, und jetzt der Gobe has Facecat. Macht's aber gut, pusht Action. Boah, schöne Headshot von Nomiak. So, ist es aber low. Schade, er sitzt nicht mehr. Guck dich die HP an. 40, 9 und 13. Also die Runde hätte gut und gern anders ausgehen können. Und so verkehrt war das jetzt gar nicht gemacht von Alsen. So, Norbiak, der Einzige mit der Waffe, die er hier durchgesaved hat. Rest muss sparen. Huben und Pascha am B zurückdrängen. Granate für Neo. Also man merkt, finde ich da schon mal, das Bootcamp bringt was. Das ist so geil, der Glockenrush. Oder die Glocke damit einzusetzen, um damit irgendwas zu übertönen. Boah, das geht echt auf den Sack, dass dir die Punkte fehlen auf dem Radar. Orientiere mich damit eigentlich relativ viel. So, ESC mit dem Split über Has. Keine Probleme, da auf den Spot drauf zu kommen. Und nur noch Insa. Wie heißt der? Ist, glaube ich, nicht sein richtiger Name. Facecat ist da, Swinkers ist da, Dobbe ist da. Dann müsste das Diamond sein. So, und ich gehe mal kurz hier rauf. Ich vermute aber, dass es keinen Unterschied macht. Doch! Hier sind die Punkte! Yes, Baby! Sehr gut, somit alles 5-mal besser jetzt. Mindestens. Spar. B wurde wieder angerannt. Oh, Swinkers, was macht er denn da? Warum wartet er nicht, bis der T hochkommt? Hat er die komplette Falle zunichte gemacht? So, Neo wieder mit der Smoke. Wo landet die? Okay. Und diesmal orientieren sie sich Richtung B. Einen konnte Pascha schon mitnehmen. Boah. Da brauchen sie aber lang. So, ein Test muss da hinten aufpassen.
Wie alle nach dem Overlay fragen, nach dem GUI. So, Geld wieder am Start. Bei Alsen. Pushback Bottobi zum. Boah, schön, zur Couch. B wird auch gepusht, soweit ich das sehen kann. Also, gute Runde bisher von Alsen. Push geht komplett auf. B wird jetzt allerdings. Boah, gute Entscheidung von Neo, durchzufahren. A ist auch schon frei. Jetzt die Smokes, vielleicht noch Has eine. Gucken wir halt auch nach hinten. Muss da unten am Ferrari aufpassen. Boah, da duckt der T raus. Der CD. Wichtige Frag von Kuben. Aber mit 3 HP ist das Duell doch gut und gern andersrum ausgehen können. Hat er noch 3 gegen 3 Situationen. Die HP-Zahlen komplett ähnlich. So, Nobiak hatte ich selbst gehört. Sehr schön. Und jetzt Neo geht auf Frag. Auf den ersten. Oh, schöner Spray. Pascha kann den letzten noch ansagen. Und Neo nimmt ihn sich mit. Da genießt er einfach mal die Runde. 4 zu 3. Aber wieder eine sauenge Runde und ein schöner Start bei Van Aalsen. Hätte ich ihn eigentlich gegönnt, die Runde. Nein! Was ist jetzt los? Alles hängt. HTV down oder was? Fünfundfünfzig. Was war das denn? Oder ist Pause? Werden wir gleich sehen. Oh, scheint echt Pause zu sein. Ich dachte schon, ey. Ja, da wird wohl nächste Runde eine gedroppt sein oder so. Kennt man ja in 1-6. Oder aus 1-6. So, die Pause natürlich während der Runde wahrnehmen. Einfach wegen dem Go-Delay. Tja, somit bleibt es nicht anderes übrig, als hier zu warten. Und was mir direkt auffällt, wenn hier eine Pause ist, dass oben die Zeit weiterläuft. Das ist natürlich nicht so. Also nicht extrem wichtig, aber wäre natürlich ein nettes Feature, wenn die dann auch pausiert wird. So, mal schauen, wie es bei dem anderen Spiel steht. Bei diesem Finalmatch zwischen AL und C-Play. Boah, C-Play mit der 11-2-Führung. So, Pause ist auch vorbei. Perfektes Timing.
Kuben selbst lange blind. Boah, sehr schön von Neo. Wusste anscheinend, dass es deiner ist. Nur noch Double Norbiak. Tschüss. Und Kuben sollte sich auch den letzten holen. Wie safe er das spielt. Wahnsinn. So, bevor jetzt hier noch mehr Fragen aufkommen zum GUI. Das wurde nur für mich gemacht und ist nicht öffentlich. Aber... ja, es liegt komplett an Spaddel, ob er das veröffentlicht, öffentlich macht oder nicht. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich finde es toll, dass er das für mich gemacht hat. Und wenn er das öffentlich machen will, liegt das ganz im Ermessen von ihm. Aber bisher bin ich der Einzige, der das nutzen darf. Mal öfter auf Facecat schauen, warum? Hackt der etwa? Hm? Wahrscheinlich ist man allein in der Banane. Nicht mit Kuben. Aber wieder Echo. So, Neo wieder mit seiner Smoke und Flash. Pasha hat den B-Spieler schon aus dem Spiel genommen. B wäre komplett somit frei. Neo stresst noch ein bisschen an der Mitte. Bekommt es aber gleich für einen Hass-Besuch. Oh, jetzt. So, B wird, glaube ich, schon gelegt mittlerweile. Hey, jo. Base ist auch schon eingenommen von Pasha. Also in der Runde brennt nichts mehr an. Und tschüss, Pasha. So, da kriegt Neo endlich auch seinen verdienten Eco-Frag. Und Lord stirbt auch nochmal. Also doch gar nicht so souverän hier am Ende doch runtergespielt. Dafür, dass man hier ohne Probleme auf den Spot gekommen ist. Leute, der hat den Taser gepickt. Ich glaube, der ist at City Only. Also weiterhin sehr bedacht, sehr defensiv. Kein Push oder so wie vorhin. Der war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn da die Action noch ein bisschen gedeckt wird oder... der A-Spot halt. So gut wie der, wenn einer gegen die Glocke schießt. Pasha in den First Fix setzen konnte. Aber da sneakt er sich durch die Smoke und hat keine Ahnung, von wo er beschossen wird. Er schleicht da sogar raus, auch nicht schlecht. Bindet sogar zwei Spieler dort. Weggeflasht und macht weiterhin Stress. Dobe richtet aber schon den Braten. Oh, schön getimter Molly da von Facecat. Der hält gerade komplett den Go auf. Kuben kommt noch über Mitte. Boah, Facecat. Ist da nach unten? Ich weiß nicht, ob sie mit dem rechnen. Nein, da muss er mehr machen. Nur noch Dobe am Leben gegen zwei. Oh, da kommt der eine von hinten. Pasha dürfte das sein. Oh, er macht ihn aber. Und Neo hat nur noch 10 Sekunden. Plantet aber gerade. Neo legt an. Das
will der mit dem Taser, Mann? So, schöne Smoke. Ah, schön gemacht von Dobel. Gut die Smoke genutzt. Schönes 1 gegen 2. Pascha hat vielleicht... Ah, wobei, kann mich nicht wirklich vorwerfen. Naja. Ach so. Mann, Drecks Windows-Taste wird jetzt geblockt hier. Ist schon zu oft passiert. So, jetzt spielt mir endlich mal wieder was Offensiveres. Links. Auch nur so Swinkers. Pascha wieder allein am B zurückdrängen. Jetzt bauen sie die Aufstellung sogar ab. Oh, wie ekelhaft das ist. Trotzdem noch. So, Pascha wird allein über Hess geschickt. Zwei Spieler vor sich. Boah, ekelhafter Lag. Dabei stehen sie am Großen ganz gut. Boah, Swinkers wird gebankt am Friedhof. Boah, die CT ist aber schon zu gute Position jetzt. Neo da am Friedhof und Lord in der großen Sandkasten. Insa, oder wie er heißt. Sound Async. Oh. Warum hat mich vorhin nicht nochmal jemand drauf hingewiesen? Sie play übrigens 13-2. Dann mache ich nach der Halbzeit hier mal fix einen Stream Restart. Wieder allein. Er scheint das da ganz gut zu handeln. Das rechte Emulate aufpassen. Hat jetzt auch. Bekommt auch Hilfe von Ruben. Schöne Teamer, eh. So, groß aber auch gefallen. Nur noch Insa. Und ich wollte doch eigentlich nochmal den Namen nachgucken. Diamond war's. Gehe ich zumindest einfach mal davon aus. Nicht, dass es hier ein Stand-In ist oder so. Ja, und da hat Kuben ihn zuerst gesehen. 8-4. ESC wirkt hier doch schon sehr überlegen. Auch wenn mich die Deckung von Asen nicht unbedingt überzeugt. Da schon immer oben ist. Rechts! Und tot. So, ein Kuben ist blind. Also endlich mal First Track. Haben sich anscheinend ganz gut jetzt drauf eingestellt. Boah, wie offensiv sie da sind. Sehr gut. Am Haus. Boah, schön. Und Haus sind sie jetzt durch. ESC. Boah, wir haben schon wieder komplett die Lücke gefunden. Über Hess und splitten jetzt sogar B. Zu zweit. So, Nobank noch auf B. Nobiak. Neo gegen 3 hat hinter sich. Boah,
Schön umgezogen von Norbiak. Pickt auch nochmal die HE von Neo. Sehr schöne Runde. Also, wie gesagt, wenn Alzen offensiv spielt, dann sehen die Runden viel, viel, viel besser aus. Wobei sie natürlich diesmal auch den First Track bekommen haben in der Banane gegen Pascha. Der Taser doch nicht City-only, oder was? Wieder Push. Zur Couch. Boah, kaum der mitgemacht da von Dobe. So, aber wenigstens Refrag. Pascha jetzt da schon zum zweiten Mal gestorben. Würde das ein bisschen ärgern. Hier gibt Gas. Wieder über Hess. So, werden aber gestoppt von Molly. Ich glaube, er wollte gerade durchfahren. Boah, schöner Schuss von Neo. Und sie gehen aber A. Müssen aber aufpassen, hinter sich. Oh, Kuben hat er wahrscheinlich dann nicht damit. Ja, er wusste nicht, dass der Zähler schon längst durch war. Stimmt jetzt auch. B müsste eigentlich frei sein. Müssen sie ja eigentlich daraus schließen jetzt. Sie wollen trotzdem am A versuchen. Oh, der CT läuft jetzt auf ein Feuer. 22 Sekunden. Sie müssen eigentlich auf A. Und wer ist dort? Swinkers. Boah, das war eigentlich nicht so gut. Die dürfen den Täter nicht auf den Sandkasten kommen lassen. Wenn da der CT Mitte Gas gibt. Und Neo versucht den Zeus. Schade. Oh Mann. Ja, war ein bisschen zu weit weg. Ach, schade, ich dachte, Neo war schon da unten. So, immerhin kommt dann eine bessere Waffe noch. Aber wieder eine super Runde für der SC. Aber wenn Alsen die ein bisschen besser ausspielt, wie gesagt, wenn der Mate der Action mit schneller rumzieht, sie die T's nicht in den Sandkasten kommen lassen, oder vielleicht ihn irgendwie so erwischen, dass er gerade in den Sandkasten springen will und sie den dann töten. Wer weiß, wie dann die Runde verlaufen wäre. So, Pascha ist jetzt auch nicht mehr in der Banane so offensiv. Und fängt schon wieder. Also Pascha jetzt, glaube ich, 3 Runden lang in Folge First Track gewesen. Boah, Banane offensiv. Boah. Alter, wieder. Was für Probleme Kuben da hatten. Jetzt hat er keine Munition mehr. Boah. Krass. Und nur noch Tess. Er hat aber die Bombe. Face geht aber daneben in der. Da sieht er ihn, macht den Headshot. 9:6, doch eine ganz ansehnliche erste Halbzeit, zumindest gegen Ende hin, von Alzen. Aber erfahrungsgemäß, ja, also wenn jetzt hier die Pistole holt, weiß nicht, ob wir da noch so viele Chancen sehen bei Alzen. Oh, sie splitten B. Super Kommunikation aber von Tess. Und auch 2 macht. Oh, sehr schön alle hingezogen. Und der letzte schnappt sich das auch noch. Zusammen mit. Ah, das ist halt kacke. Man kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wer wie viele Flex gemacht hat, zumal es ja auch nicht in der Konsole angezeigt wird. Hante fragt, ob das Starlet oder EMS ist. Weder noch.
Das ist gerade EPS Polen. Danach spielt gegen spielt ESC noch gegen Baiki und das ist dann Star Ladder. Was Star Series? Also. Neo am B. Zusammen mit Kuhn. Hals noch gekauft. Sie hatte da auf jeden Fall gerade relativ gut Kontrolle. Wir wissen auch, dass VB noch was ist. Schön nochmal nachgesmoked. Jetzt zieht sich alles noch zurück. Also sie wollen ja nicht durch die Smoke, haben da keinen Bock durchzuschleichen oder so. So, vielleicht eine Flash für Pascha. Oh, schön! Schade, macht aber nur einen, aber guter Move. So, Haus hat man auch gerade einen Step gehört. Ich spiele aber immer noch zu zweit am B. So, jetzt der Grob Action. Drei Mann kommen da. Oh, Bombe wird meiner Meinung nach zu früh gelegt. Boah, aber zum Glück war es inside auf. Also doch eine schöne Runde, muss man sagen. Gut, dann den Weg zum Großen gewählt. Ach, die Fuse ist ja auch nicht drin. Ach, wenigstens ein paar Extra-Tracks gezogen. Auch gar nicht so verkehrt von ESC. Zumal sie auch kaufen können. Und da sieht man, bei den T's ist nicht wirklich viel Geld vorhanden. Also es war gerade super wichtig, die Exit Tracks. Das hat ESC komplett richtig gemacht. Boah, Neo und Kuben, beide blind. Neo stirbt. Kommt auch bei einem mitnehmen. Auch Neo tot, aber einer schon verschoben. Pascha derjenige. So, testet die Steps. Lord! Oh Gott, Lord macht keinen. Lord! Wo ist Tess? Ist der Action durch? Aber einer ist nachher S. Oh, den sieht er nicht. Oh, und der wird jetzt so wichtig werden. Boah! Alter, da war gut verschossen, der Junge. Aber großen Sand, jetzt über Kreuzdeckung. Warum kämpft er denn? Boah! Schön von Tess. Aber Fehler meiner Meinung nach von dem Sandkastenspieler. Er darf er nie im Leben kämpfen. Er darf der erst rumziehen, wenn der Spotspieler kämpft. Das, ja, da merkt man einfach, dass die Erfahrung vielleicht fehlt. Ein bisschen die. Ja, also das Niveau noch nicht Weltklasse ist vielleicht bei Alsen. Aber trotzdem präsentieren sie sich doch ganz vernünftig. Wenn mich nicht alles täuscht, stehen sie auch relativ weit oben mit in der Tabelle. Aber da bin ich mir nicht sicher. Muss da nochmal nachschauen. Einer schon ein Rippen. Oh.
spratzen da schon ein bisschen zu viel, finde ich, ja. Passt auch nur mit so einer Pumpe. Oh, Lot muss aufpassen, da ist schon einer. Oh, Obe macht den Frag nicht. Adobe. Also nicht Adobe, sondern Adobe. Auch eine Fünferrunde. Puh, gute Frage, Blanka. Hat gefragt, ob ESC automatisch für die Polen Pro Series qualifiziert war. War echt eine gute Frage. Keine Ahnung. Ja, also ich vermute mal schon als Sieger. Aber wie das mit den restlichen Teams ist, weiß ich nicht. So ein Auto. ESC hat so einen Push drauf. Sehr schön. Verlieren zwar relativ viele Mann, aber es ist am Ende doch erfolgreich. Nicht so wie bei Alsen, die zwar auch am Anfang des Pushes relativ gut aussahen, aber dann einfach trotzdem einfach verreckt sind. Werden sie auch ein bisschen übermütig. Gehen hier einfach früh die Aim-Duelle ein, wobei Alsen auch in der Eco ist. Und da sind sie auch keine Schnitte. ESC ist somit schon mit dem Draw. Und nach dem Spiel übrigens nicht abschalten, dann sehen wir noch ESC gegen Balki in der Star Series. Und ich denke, die Franzosen sind dann vielleicht ein besserer Gegner für ESC. Bin sehr gespannt auf die Dreamhack. Auf jeden Fall. Ich hoffe mal, das Bootcamp zahlt sich dann soweit auch aus, dass man ESC vielleicht in den Playoffs sieht. Für alle, die die Gruppen gesehen haben. Ja, die wissen, dass es ein richtig schweres Los wird für ESC. Sind da mit Fnatic in einer Gruppe, mit NiP und Maus UK. Das wird richtig schwer, aber ich sehe... Okay, halte fast down. Gut, also ist das wohl wirklich das 16 zu 7 gewesen. Und es sollte ja auch relativ...